Ich grüße euch, liebe Jäger und Jägerinnen, und willkommen zurück zu Hunt Showdown. Ich bin wieder mit Kerik unterwegs, das ist die Hexenjägerin. Wir haben immer noch das Event. Es läuft eigentlich richtig gut bei uns. Ich bin überrascht, dass ich überhaupt so gut bin in Hunt. Nie an dir gezweifelt. Okay, danke, danke, danke. So, und ich spiele mit dem legendären Jäger, der Jüngling oder so heißt der. Oder Jungspund oder so. Weil der hat Bonus auf das Event. Ja, es gibt ein paar Hunter, die haben Bonus. Also legendäre Jäger, die haben Bonus auf das Event. Ja, die kriegen mehr Punkte und können in der Schattensicht hier besser sehen. Und ja, deswegen spiele ich den eigentlich. Und weil der hat so einen schönen Westernhut und der ist schwarz. Und auf diesem Westernhut hat der halt so Striche, ja. Und das sieht ein bisschen aus wie das DBD-Symbol. Und deswegen habe ich ihn auch dabei. Sieht halt echt so aus, ne? Ja. Und das hier ist die neue Map und ich habe diese Tipps immer noch nicht aus. Hast du mich gerade angeboxt, Alter? Ja, aus Versehen. Aus Versehen, ne? Immer werde ich beschlagen, ja. Event Club. War sehr schön. Gott, das ist diese Sniper-Map hier, ne? Ja, und ich habe sogar eine dabei. Oh, geil. Okay, ja gut, ich habe einen normalen Karabiner. Der ist jetzt nicht so der Rede. Auch einige. Ja, gut. Aber einiges ja, geht damit. Einiges, aber nicht viel. Und du nur noch einen Scope-Waffe packen? Ja, ich bin mit Scope-Waffen halt nicht so gut, ne? Und ich habe natürlich Nelly Matt und Fanning dabei. Oder Fächern, wie es im Deutschen heißt. Nelly Matt mit Fanning? Ja, Nelly Matt mit Fanning habe ich mal gespielt, habe ich mir gedacht. So, wir laufen einfach zur nächsten. Habe ich doch gerade was gesehen? Nee, war nur Einbildung. Oh, hier ist ja alles ziemlich offen. Was ist das hier? Sägewerk, ne? Ja, gibt auch irgendwie drei Spawns für, ne? Der Clou ist gleich hier vorne. Das Ash Creek Sägewerk, Leute. Eine ziemlich offene Location hier, wenn ihr mich fragt. Der Punkt ist noch zu. Das ist ja schon mal gut. Wir jagen den, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Der Boss, der sich, den Assassin. So. Assassin. Wir jagen den Assassin. Oh mein Gott. Ich habe einen Lifebalken verloren. Ciao. Oh, Digga, ich habe nicht daran gedacht, dass die in Flammen aufgehen, diese Minenarbeiter. Oh, das ist doch... Das ist jetzt irgendwie Packe, Digga. Ja, gut. Ist ja jetzt halt so, wie es ist, ne? Oh, Mann. Ja, wenn diese Minenarbeiter da tot haust, dann gehen die in Flammen auf und der saß halt genau neben so einem ja, PvP. Feuer passt. Wollen wir uns ja da einmischen oder? Da mischen wir uns ein. Mischen wir uns ein, sagt der Carry King. Let's go. Oh, Scheiße. Kam jetzt hier. Jetzt wissen die natürlich, dass wir kommen. Oh, die sind aber sehr. Noch immer sehr beschäftigt. Da geht's ja richtig ab. Was ja, ist denn da? Ist da vielleicht ein Boss? Da könnte der Boss sein, ja. Oh. Oh. Assassin ist weg. Assassin ist down. Wobei wir ja eigentlich dringend einen Boss benötigen, damit wir full life sind, ne? Ja, eigentlich schon. Und wir lassen uns aber gerade richtig. Ja, wir laufen ja quasi dem PvP gerade hinterher. Ja. So. So ein paar Hunter weniger wäre jetzt auch nicht gerade so. Wäre keine schlechte Option. Okay. What the heck? Ja, das Full Life ist vom Tisch. Ja, wollte ich auch sagen, ne? Die Frage ist: Ist das so gut? Weil jede Sniperwaffe one-shotet uns natürlich, ne? Natürlich. Runde. Die Bosse sind direkt nebeneinander. Das wird ein richtig kranker Clash, wenn wir uns da einmischen, gehen wir safe drauf.
Die sind direkt nebeneinander, ey. Wem willst du das denn erzählen? Sind die bei uns? Die sind außerhalb, Richtung Südosten. Jetzt kommt der Kerry King, der Sniper Master hier. Eben noch Mili gehört. Ja, ich liege gleich. Vielleicht haben sie hier das Pferd getötet. Ich liege gleich tot am Boden. Safe. Legen jetzt hin, ey. Frage. Weil ich mag diese Map nicht, ne? Also die ist schön designt und so, aber irgendwie die ist mir einfach zu offen. Wir laufen nur rechts in die rein oder so eine Scheiße, ey. Ich auch Angst, dass die jetzt, dass wir irgendwie an denen vorbeigelaufen sind und die uns gleich in den Rücken schießen. Ja, irgendwie sowas. Sowas habe ich nämlich auch im Verdacht. Ich denke, die werden sich auch eher auf die Bounties konzentrieren, oder? Ja, ja. Die werden unterwegs sein zu einem der Bounties. Ja, aber zu welchem? Und wo sind die abgeblieben? Hier wurde ein Dog getötet. Ja. Oh, da sind die hier lang. Wir sind einfach erstmal richtig falsch gelaufen gerade. Vielleicht sind die hier lang. Vielleicht ist es das andere Bounty-Team, was vom anderen Boss da hochkam. Ja, das Pferd lebt auf jeden Fall noch hier. Ja. Schon mal ein gutes Zeichen. Lebt auch noch eine Hive. Hier lebt noch eine Hive. Könnten natürlich auch hier durchs Wasser gestiefelt sein. Eins der Bounties, okay, das Bounty, wo wir gerade drauf zulaufen, das ist gerade fertig geworden. Da hat einer schon eingesammelt. Er ist direkt vor uns hier. Da oben. Wenn wir jetzt gleich hier mit zwei Bounty-Teams uns clashen, ne? Dann sind wir safe im Arsch. Das andere wird jetzt auch fertig. Da wird auch safe eingesammelt, sofort, zack, zack. Die sind noch da oben, wahrscheinlich in dem Main-Gebäude. Ja. Aber hier müssen ja noch welche sein, irgendwo, ne? Irgendwo sind hier auch noch welche, es ist mir alles zu ruhig hier. Okay, so viel dazu. So, von hier nähert sich ein Team. Ja. Problem ist, wir haben zwei Bounties direkt nebeneinander. Ich könnte ins Essen brechen, ey. Auf der Location ist das so suboptimal, weil hier kannst du von A nach B schauen, ey. Hier kannst du deinem Nachbar Essen vom Teller weggucken auf der Map. Das andere Bounty haut ab. Das Schrottschnabel-Bounty, ja. Okay, perfekt. Das heißt, aber ein Problem weniger. Ja, die sitzen noch im Main-Gebäude. Was ich halt auch nicht mag auf der Map, die Gebäude sind alle so verwinkelt. Und da rein zu pushen ist sowieso unser Todesurteil, weil wir nicht die Waffen dafür haben. Ja. So, Fächer. Aber hier muss... Die muss ja noch ein Team aussehen. Ja, klar, ja, ja. Ja, die haben auch eben geschossen, glaube ich. Na, ich weiß nicht, ob das Bounty, das andere Bounty-Team vielleicht war. Aber vor uns sind ja eben welche hergelaufen, das wissen wir ja zu 100%. Die haben ja die Hunde da getriggert gehabt. Frage ist, wo sitzen die? Raben? Raben Richtung Norden, oder? Ja, ja, das sind das andere Bounty-Team, safe.
Remove das Bounty? Ne, es sitzt immer noch da. Ich glaube, hinter uns kommen gleich noch welche an. Ja, hör auf, ey. Ja, wenn du, sobald du jemanden siehst, halt drauf, ey. Ganz egal. Was du machst, halt einfach drauf. Ja, warum stehe ich immer wieder auf, wenn ich... Nee, okay, ich bin einfach nur dumm. Was machen die? Die moven immer noch nicht, ne? Ne, die sitzen immer noch da in ihrem Nest. Echt Schiss, dass wir gleich irgendwie abgeholt werden. Ja, die Frage ist, wie viel Sicht haben die Leute da drin noch? Die müssen ja übel Panik schieben, natürlich oder schieben die Panik, hä? Die werden wahrscheinlich... Wir sind nicht die Einzigen, die die belagern. Die bewegen sich kein... Oh, jetzt wird gemoved da drin, ne? Die moven. Gute Frage, was wir jetzt machen. Wir müssen mal besonnen vorgehen. Oder wir pushen ran. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Das ist ein Hive, ey. Oh, jetzt haben wir die nicht getriggert. Hier müsste man eigentlich einen guten Spot haben, oder? Also man kann... Ich würde halt so gerne, wo die sind. Sind die oben oder unten? Also das hier ist der höchste Punkt im Haus. Ja, aber da werden sie nicht sein. Safe nicht. Ja, einer könnte da drin sein, glaube ich. Von den Blitzen her. Soll ich mal was reinschmeißen, oder was? Ich weiß nicht, ob du so hochkommst. Ich habe... Habe ich auf dem Hunter hier Werfer? Ich weiß, auf irgendeinem Hunter habe ich eben Werfer gekauft. Der hier ist es nicht, okay. Ja, sind wir wieder ein sehr starkes Geduldsspiel hier, was wir hier machen. Das Problem ist halt, wir wissen halt, dass es noch andere Teams gibt. Also ein anderes Team, was uns anschießt, links irgendwo. Hat Hit. Die waren direkt vor uns, Alter. Direkt vor uns. Oh, pass, Vorsicht. Den einen habe ich gut gehittet. Aber leider nicht geheadert. Aber die waren direkt hier vor uns, da hinten. Naja, schießt du mal. Okay, damit hätten wir ein bisschen Gegnerkontakt. Er hat mich gesehen, der Schweinehund. Er hat eine Scope-Waffe. Was? Okay, ich glaube, ich bin erstmal außer Vision. Ich sehe keinen von denen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo die sind, aber der wusste auf jeden Fall genau, wo ich bin, eben. Der hat mich in den Busch gesehen. Hast du jemanden gesehen? Ja, hier war der. Close oder noch da hinten? Noch da hinten. Was hat der für eine Waffe? Das hat sich sehr stark angehört. Sehe halt nichts. Sehe nicht. Ja, er guckt gerade nicht. Er war da an der Kante.
Ich glaube, die werden es selber gepusht. Das Bounty ist noch an Ort und Stelle. Ah, ist nu. Er traut sich nicht mehr. Aber du ihn wahrscheinlich richtig eingesammelt hast, ne? Nee, ich hab verfehlt, aber wenn er jetzt nochmal gucken würde, wäre er tot. Ich glaube, die haben gerade selber Probleme da hinten, oder? Ja, vielleicht haben sie. Können wir die von der Seite flankieren? Ja, eine fette Explosion. Oh, der guckt hier, an der Kante. Traut er sich wieder nicht mehr. Hey. Wir werden da auch behelligt. Hey, oder werden die behelligt? Was meinst du? Ich denke auch. Die schießen auf jeden Fall gegen das Bounty-Team, denke ich mal. Mal schön zickzack laufen in dem Shooter. Basics hier. Mal schön in Bewegung bleiben. Nicht statisch werden. Kamera. Erinnere dich an dein Training, was du nie hattest. Erinnere dich an dein Training. Scheiße, Wasserschlangen. Den Feuermodus von der Limat ändern, falls es vielleicht unerwartet zum Nahkampf kommt. Geht. Geht. Wo ist er? Im Gebäude hier. Ach du Scheiße. Ich glaube, der müsste tot. Also wenn ich den gleichen zweimal getroffen habe, dann müsste er tot sein. Ich habe keinen Death Sound gehört. Ich leider auch nicht. Aber es ist auch ziemlich weit weg, ne? Ja. Da ist gerade wer gestorben. Ich glaube, das Bounce ist immer. Ab ein. Sehr gut. Alter, der Carry King, der carried mich hier, Leute. Bomb. Die Bomb hat niemanden gefunden. Aber einer hat einen Bounty aufgesammelt, glaube ich, ne? Es gab noch keinen Bounty-Wechsel. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, aber ich glaube nicht, dass es einen Bounty-Wechsel gab. Wir ran. Ja, wir gehen ran. Steps? Jetzt gab es einen Bounty-Wechsel. Geht? Hier vorne einer. Den nicht gesehen, wo ist der? Ah, Tit, ich bin tot. Er auch. Oh Gott, der hat eine Shotgun. Oh, nice. So ist die letzte gewesen sein, glaube ich. Ja, war es auch, glaube ich. Uff, er hatte aber Bleeding-Dinger drin mit der Shotgun, deswegen hat die nicht mich umgeklöppelt. Alter, what the fuck? Ja, beide Bounties liegen hier.
hier ist ein toter Jäger. Es wird erstmal fett gelootet hier. Oh, Leute, ey. Ja, GG, ne? Übel. Geil. Mit einem Leitbalken weniger. Na, guck mal hier, der hatte... Ja, der hatte hier die Pumpe hatte er, aber mit Bleeding, hat sogar mit Bajonett dran. Wer hätte mich mit dem Bajonett erwischt, dann wäre ich safe down gewesen. Und er hat aber geschossen mit ja halt mit der Munition, dass man halt blutet, ne? Und deswegen bin ich nicht umgeflogen. Oh. Warte mal, ich habe jetzt zwei gelootet, hier liegt noch einer. Hier liegt noch einer. Ja, aber der ist aber schon. Der ist schon fertig und da drinnen liegt auch noch einer. Ja, der ist aber auch schon fertig. Den habe ich, ja, hab ich eben gelootet hier, den hier. Okay. Ja, das also wären mir zwei, also wären mir vier Tote. Ja. Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, dann. Dann Abmarsch. Dann Abmarsch. Da haben wir doch mal. Wow, hätte ich nicht. Also hätte ich. Sorry, also. Wow. Was hauen denn uns? Los. Ja, sorry, aber ist die sah ja schon nicht gut aus, wo wir uns selbst ein Lifebalken weggebrannt haben, ne? Das war ja schon kritisch am Anfang. Ja, true. Aber gut, am Ende haben wir easy rumgerissen. Ja, wir haben es echt geregelt, tatsächlich. Wow. Aber auch weil du so ein guter Schütze bist, Alter, mit der Waffe. Bin ich gleich gespannt, ob der eine gestorben war, den ich da gesehen hatte. Wo ich meinte, dass wir vielleicht zu weit weg waren, um den Sterben zu sehen. Ich denke schon, dass einer von denen. Ich denke schon, dass du einen davon getötet hast. Und vielleicht sind deswegen dann die Bounty-Jungs gepusht. Dann haben sie noch den anderen geholt, dann hast du den einen geholt. Ja, dann wurdest du geholt und habe ich den letzten geholt. Ja. Die sind richtige Maschinen, ne? Ich dachte aber, das war schon. Wir mussten uns vertrauen, hast du eben selber gesagt. Ja, klar, klar. So. Haben wir aber wirklich lange Zeit ist ja echt gar nichts passiert und wir waren dann so ein bisschen am rumpuschen und dann ging es los, ey. Ja, es war natürlich man wusste halt nicht, was man machen soll jetzt, ne? Wir wussten, dass da noch andere mit uns draußen sind, ja. Am Boss. Wir wussten nicht, wo die sind. Das Bounty Team hat sich auch irgendwie komplett verkämpft. Wir wussten auch nicht, wo die sind. Das stimmt. Aber jetzt gehen wir mit dem Bounty aus der Runde. Ja. Und das wird ein Bleibbalken vom allerersten Gegner an, ne? Ja, ist so, ey. Ein Bleibbalken weniger gehabt. Ist auf jeden Fall so, ey. Haben wir uns erstmal selber gehandicapt. Das war schon nicht schön. Aber wir haben den Lifebalken ja nur verloren, weil der das Fass in Brand gesetzt hat. Ja, ey, oh, Digga. Ja, das war richtig schlimm, ey, oh. Ich prügel den um, Alter, auf einmal explodiert alles um mich rum, ne? Ja. Das war schon echt übel. So, gucken, jetzt machen wir wieder überspringen. Oh, wir haben 4 Hunter getötet. 4? 4. Jäger getötet, 4. Keine Ahnung, steht hier so. Warte mal, warte mal, dann habe ich tatsächlich das eine Mal da getötet. Ja. Dann habe ich draußen ja noch einen weggesniped gehabt, das sind dann schon 2. Das sind 2. Dann wurde der wieder aufgehoben, das war nämlich einer vom Bounty Team.
Dann habe ich den nochmal getötet, er hat mich getötet und du hast den anderen getötet. Ja, stimmt. Ja, GG. Dann sind wir auf 4. Auf jeden Fall. Ja, Leute, wenn euch diese Hand gefallen hat, dann lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, aktiviert das Glöckchen, denn so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Wir gehen noch ein bisschen weiter auf die Hand und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich sag mal, bis denne und ciao.